Hallöchen und grüßt euch! Heute begrüße ich euch nochmal zu einem kleinen Tipps und Tricks Tutorial. Und zwar wollte ich euch heute nur mal zeigen, wie ihr in den Tresorraum der Bank reinkommen könnt. Und hier befindet sich für die ganzen Noobs, die nicht wissen, wo die Bank ist, dort nochmal für euch auf der Karte festgehalten. Und für die ganzen Pros unter uns, und jetzt seid ihr auch Pros, weil ihr wisst, wo die Bank ist. Hier geht's dann einfach hier lang. Und zwar lauft einfach da lang, wie ich es hier euch gerade zeige. Denn wir müssen in einen Hinterraum kommen, in den man nur gelangt, wenn man dort oben langläuft. Leider kann man nicht dann unten im Erdgeschoss da einfach langlaufen. Jo, das dauert jetzt hier ein bisschen, weil man nicht sprinten kann. Aber dann sind wir auch schon da. Und zwar müsst ihr euch genau hier hinstellen, wo ich jetzt bin, zur Hälfte auf der Treppe. Und zwar links und rechts in der Mitte von der Länge des Gitters. Und dann geht ihr einfach in den PlayStation Store. Und das war's auch. Und dann, meine Freunde, das ist wichtig. Der Glitch funktioniert natürlich nicht, wenn ihr Host der Sitzung seid, denn ihr verlasst die Sitzung somit automatisch. Es muss also ein Kumpel von euch Host sein oder irgendein anderer Spieler. Wenn ihr in einer offenen Lobby seid, funktioniert das natürlich einwandfrei. Und dann könnt ihr auch einfach aus dem PlayStation Store rausgehen und ihr müsst, das ist cool, den Spawnpunkt nicht mal auf letzten Ort umstellen. Das reicht auch, wenn ihr ihn auf Apartment habt. Und ihr spawnt trotzdem, wie ich hier dann, in der Bank drin. Jetzt gehe ich mal nach oben die Treppe. Ihr seht, dass da das Gitter ist und ich genau unter der Treppe spawne, wo ich eigentlich stand gerade eben. Und dieses Gitter können wir jetzt auch gar nicht aufmachen von unserer Seite. Das ist das Dumme, um den Glitch dann zu beenden. Wenn ihr wieder in die freie Welt raus wollt, müsst ihr euch leider selbst umbringen. Und hier bin ich jetzt erstmal dumm. Eigentlich kann man auch irgendwie diese Tresortür aufschlagen. Ihr habt ja gerade gesehen, die bewegt sich immer ein bisschen. Aber ich war dazu zu blöd. Ich spiele das jetzt vor, schieße gleich mit einer Waffe gegen. Bis mir dann die glorreiche Idee kam. Man macht doch einfach irgendeine Granate daneben, neben die Tresortür, sodass die einfach wegsprengt. Wie ihr es jetzt seht. Also ganz einfach eine Granate oder eine Haftgranate da einfach ranheften und dann wegsprengen. Und ihr seht, wie leicht dann die Tür aufgeht und offen stehen bleibt. Gleich fällt sie allerdings hinter mir noch zu. Aber ihr könnt sie dann, wenn ihr drin seid, ganz easy einfach aufschieben. Dafür braucht ihr dann keine Haftgranaten mehr oder irgendwelche anderen Granaten. Und dann seht ihr hier die ganzen Schließfächer, könnt ihr schon mal erkunden, wie es vielleicht hoffentlich bei Banküberfällen DLCs dann aussehen wird, wenn wir die Banküberfälle endlich spielen können. Darauf freuen wir uns doch alle, wenn wir mal ehrlich sind, meine Freunde. Und das war's auch schon von dem kleinen Trick. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und über den einen oder anderen neuen Abonnenten auf meinem Kanal umso mehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan. Yeah.